Drei Sätze begleiten mich jetzt schon seit 40 Jahren meines Lebens. Als 17-jähriger Schüler habe ich ein Jahr in den USA bei einem lutherischen Pastor gelebt. Und dieser Pastor sagte drei Sätze, die mir sehr wertvoll geworden sind. Der erste Satz lautet: The Lord is in control. Gott hat die Kontrolle. Es war damals die Zeit des Kalten Krieges. Es gab das Wettrüsten zwischen der UdSSR und der USA und es hieß, dass man inzwischen die Erde 35 Mal mit Atomwaffen komplett vernichten könne. Ich war besorgt und hatte Angst. Wir haben viel auf dem Schulhof diskutiert. Und der Pastor sagte: The Lord is in control. Gott hat die Kontrolle immer noch über diese verrückte Welt, auch wenn Menschen ganz Böses tun. Und dieser Satz hat mich sehr beruhigt. The Lord is in control. Jetzt haben wir wieder so eine verrückte Zeit. Ich erlebe besonders bei den Jugendlichen ganz viel Ungewissheit, ganz viel Sorge, ganz viel Angst. Kann ich meinen Berufswunsch erfüllen? Kann ich den Studienplatz bekommen, den ich mir wünsche? Kann ich mein Auslandsjahr machen? Überall sind Fragezeichen, Ungewissheit. Und auch heute heißt der Satz wieder: The Lord is in control. Gott hat Kontrolle. Vielleicht ist es nicht genau der Weg, den du dir wünschst, aber Gott hat auch heute noch diese verrückte Welt und dein Leben in seiner Hand. Der zweite Satz, den der Pastor immer benutzte: The Lord works in mysterious ways. Gott handelt auf ungewöhnliche, geheimnisvolle Weise. Wir waren auf dem Highway in seinem 8-Zylinder-Auto unterwegs und wenn man auf das Gas drückte, dann sah man, wie die Tanknadel ein kleines Stückchen sich bewegte. Wir hatten die Autobahn, die Highway-Abfahrt verpasst und mussten eine halbe Stunde Umweg fahren. Ich nutzte die ganze Zeit, um dem Pastor Fragen über den Glauben zu stellen. Und als wir eine halbe Stunde verspätet ankamen, sagte ich: Eigentlich war es toll, dass ich dir die ganzen Fragen stellen konnte. Und er sagte: The Lord works in mysterious ways. Gott arbeitet auf ungewöhnliche Weise und manchmal schenkt er einem eine halbe Stunde Zeit, die man vorher im Tag gar nicht hatte. Auch das gilt heute wieder in dieser Zeit: The Lord works in mysterious ways. Wir haben schon oft gesagt, es wäre eigentlich total cool, wenn wir einen YouTube-Kanal hätten als Kirchengemeinde. Aber wenn die Corona-Zeit nicht gekommen wäre, hätten wir ihn mit Sicherheit heute noch nicht. Gott nutzt diese Zeit, um etwas Neues hervorzubringen. Der Mittagstisch unterwegs besucht Familien, die er vorher nicht besucht hat, und sie machen positive Erfahrungen mit Kirche. The Lord works in mysterious ways. Der dritte Satz, den der Pastor immer sagte und der mir viel bedeutet: The Lord provides. Gott versorgt uns. Es gab eine schwierige Zeit in der Familie und ich erinnere mich, dass eine Nachbarin an der Haustür schellte und ein riesen Tablett brachte mit lauter Hamburgern und Pommes. Der Pastor bedankte sich bei der Frau und dann trug er das Tablett in die Küche und sagte: The Lord provides. Gott versorgt uns. Na klar kamen die Sachen von der Frau, aber dahinter entdeckte er die Versorgung Gottes. Auch das erleben wir in dieser Zeit. Gott versorgt uns und er versorgt uns sehr, sehr gut. Ist es uns bewusst, dass wir Politiker haben, die um ganz weise Lösungen ringen, dass wir ein wunderbares Gesundheitssystem haben? Um uns herum blüht eine wunderbare Natur auf. Wir haben zu essen und zu trinken und liebe Menschen an unserer Seite. Wir haben die Gemeinde. Gott versorgt uns ganz reich in dieser Zeit. The Lord is in control. The Lord works in mysterious ways. The Lord provides.